Was geht ab, meine Z-Fighter Osirio? Und heute haben wir die japanischen Falljump-Scans bekommen diesen Monat. Für Dokkan Battle handelt es sich hierbei um die Information zu dem vierjährigen Jubiläum. Das gucken wir uns gleich alles an. Hydros Dokkan hat das Ganze getweetet. Ich habe es retweetet. Ansonsten kann ich dem Boy aber auf jeden Fall auch empfehlen, falls ihr HD-Bilder von Dokkan Battle sucht. Denn er erstellt solche und die meisten Bilder aus meinem Thumbnail nutze ich von ihm. Also auf jeden Fall Shoutout an ihn. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Aber auch Shoutout hier an Team Dokkaner. Wir wissen, unser französischer Leko, unser Boy, hat neulich einen Blog erstellt, glaube ich, und dort postet er gewisse Sachen, ist auf Französisch, aber heute hat er den groben Ablauf des vierjährigen Jubiläums gepostet. Man kann sich leicht ableiten, sage ich mal, ansonsten die Übersetzung auch auf Reddit. Jedenfalls sagt er, das Jubiläum vorerst für die japanische Version geht am 1. Februar live. Wir wissen, das Spiel selbst wurde vor 4 Jahren am 30. Januar veröffentlicht für die japanische Version. Dementsprechend ist auch nur logisch, dass das Jubiläum erst auf der japanischen Version ist und Globals Jubiläum, Globals vierjähriges Jubiläum wird im Juli sein, weil im Juli vor 4 Jahren wurde das auf der globalen Seite gepostet. Veröffentlicht, besser gesagt. Jedenfalls sagt er, es wird ein Part 1 und Part 2 geben für das vierjährige Jubiläum auf der japanischen Version. Auf Part 1 werden wir dazu in der Lage sein, den roten Shenlong zu beschwören. Auf Part 2 den Black Smoke Shenlong, den wir uns letztens angesehen haben. Er nennt noch ein Fun Fact: Das letzte World Tournament auf der japanischen Version war das 27. World Tournament. Und dementsprechend könnte es vielleicht sein, dass es vor dem 4-jährigen Jubiläum oder zum 4-jährigen Jubiläum das 28. World Tournament geben wird. Denn das 28. World Tournament war das Pre-World Tournament vor UB. Und ja, das ist aber ein Funfact von ihm, sag ich mal. Warum ich diese Seite aufgepoppt habe oder gezeigt habe, bevor wir rübergehen zu den Falljump-Scans, ist, in letzter Zeit ist ja die Rede von der neuen Mechanik. Sie werden ja in den Daten als Active Skill gelistet. Ich habe meine Meinung dazu gesagt. Ich kann mir vorstellen, das ist ein bisschen ähnlich wie eine Main-Ability in Legends. Jedenfalls wurde heute Nacht dazu eine Liste veröffentlicht auf Reddit, wo quasi alle Active Skills, die in den Daten sind, veröffentlicht wurden. Die Sache ist jedoch, ich habe mich dazu noch nicht geäußert, weil ich habe dazu auf ein Statement gewartet von Team Dokkaner zum Beispiel und er hat dazu gesagt, die Sache ist, bei diesen Links, bei diesen Active Skills, die sind schon sehr lange in den Daten. Also diese Active Skills, die quasi gepostet wurden neulich auf Reddit, müssen nicht unbedingt die sein, die in das Spiel kommen, oder es muss auch nicht das sein, was da gelistet ist. Es kann auch komplett was anderes sein. Sie sind jedenfalls sehr lange schon in den Daten, deswegen wollte ich das auch auf jeden Fall erstmal klarstellen. Und in Bezug zu dem neuen Mechanik, da warte ich auf jeden Fall auf offiziellen Stuff. Da tue ich dann nicht quasi, ja, das ist nämlich was Wichtiges, ja. Ich warte einfach auf das Offizielle und wenn wir das haben, dann lasse ich euch auf jeden Fall wissen, was damit zu tun hat. Aber falls ihr euch gefragt habt, ey, da wurde doch irgendwas gepostet mit den ganzen Active Skills, ich habe das doch gesehen. Statement dazu ist, die gibt schon sehr lange in den Daten. Also es muss nicht das Finale, die finale Mechanik sein, sage ich mal. Und logischerweise sagt natürlich auch, dass die neuen Charaktere diesen Active Skill bekommen werden, die neue Mechanik und nicht ältere Charaktere, wie beispielsweise ein R-Nail etc. Kommen wir rüber zu den Falljump-Scans. Das sind die Falljump-Scans, Freunde, aus dem japanischen Falljump-Magazin. Wir haben hier einen Super Saiyan 4 Goku. Dieser wird für an jeden verteilt. By the way, steht ihr dran, dass am 30. Januar losgehen sollte, das 4-jährige Jubiläum. Und zwar wird quasi dieser Goku, wird jeder bekommen zum Login-Bonus. Ähnlich wie der Super Saiyan 3 Goku zum letzten Jahr, zum 3-jährigen Jubiläum. Da hat jeder 5 Stück bekommen. Und dementsprechend gehe ich auch davon auch aus, dass wir 5 von diesem Super Saiyan 4 Goku bekommen werden. Jeder für die Dupes. Ist ein Free-to-Play-Boy, ist vom Physisch-Type an der Stelle. Hat den 4 Shiny Dragon Ball in der Hand im Artwork. Und hat die 10-fache Kamehameha als Super Attack. Was er drauf hat, wissen wir nicht. Ich will auch nicht spekulieren. Aber als Free-to-Play-Charakter wünsche ich mir auf jeden Fall, hoffentlich, dass der, ja, Nutzen haben wird, sag ich mal. Aber es wird schwer sein. Wisst ihr warum? Weil es ist Super Saiyan 4 Goku. Heißt, wenn ihr Super Saiyan 4 Goku einen anderen habt, dann könnt ihr den nicht spielen, weil er denselben Namen hat. Ähnliches Szenario wie der Super Saiyan 3 Goku vom letzten Jahr. Er ist zwar nice, ist ein Super Saiyan 3 Supporter, aber wenn man einen anderen Super Saiyan 3 Goku hat, dann spielt man halt ihn. Also man kann den vom letzten Jahr dann nicht spielen, weil er denselben Namen hat. Aber damit will ich nicht sagen, dass dieser hier ein Super Saiyan 4 Supporter oder sowas sein wird oder dass ein Super Saiyan 4 Kategorien zukommt. Das wissen wir einfach nicht, Freunde. Da will ich überhaupt nicht spekulieren. Zumal auch die Super Saiyan 4 Charaktere, da gibt es wenige. Wir wissen einfach nicht, was er drauf haben wird, aber wir wissen, wir werden ihn bekommen als Login-Boni, als Free-to-Play-Charakter. Was steht hier noch dran? Und zwar, was wir bekommen werden im Jubiläum. Das Jubiläum sollte ungefähr mindestens 4 Wochen gehen, haben wir besprochen. Part 1, Part 2. Jedenfalls wird es geben. Das ist ein bisschen komisch. Das könnte ein Fehler sein vom V-Jump. Hier ist zwar ein X, heißt mal 7 eigentlich. Und da links daneben steht God Dragonstone, also der rote Dragonstone, mit dem wir uns quasi einen Ise-Charakter immer holen können aus dem Pool, aus dem Barbershop. Diesen werden wir bekommen. Ich glaube, also ist jetzt schwierig. Ich glaube nicht, dass wir 7 Stück bekommen werden, aber eigentlich steht es hier dran. Aber die Sache ist die, ich denke eher, das wird der 7. Dragonstone sein. Der 7. God Dragonstone, weil auf JP war der letzte, der 6. God Dragonstone. Könnte nicht vielleicht ein Fehler sein, muss nicht sein, aber in den Community Goresh und so, die das Ganze übersetzt haben, haben auch gemeint, 7 God Dragonstones, könnte vielleicht auch der 7. gemeint sein.
Da müsst ihr einfach warten, bis das Ganze online ist. Aber jedenfalls bekommen wir gerade Dragonstone, mindestens eins, sag ich mal. Aber was das Geile ist, ist, wir bekommen zum vierjährigen Jubiläum jeden Tag über das ganze Jubiläum, mindestens 4 Wochen, wie gesagt, 4 Dragonstones zum Login. Allein durch den Login gibt es 4 Dragonstones, wird auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und es wird 4 Jahresmünzen geben, 4 Jahrescoins. Wird wahrscheinlich eine Barbershop-Währung sein, wie wir das Ganze kennen. Auf der zweiten Seite sehen wir dann folgendes, Freunde, Bipan. Bipan bekommt ihr Ella Awakening. Wir kennen alle Free-to-Play Bipan. Das ist aktuell ihr Status in der Mitte. Sie wird zum Ella Awakebar sein im 4-jährigen Jubiläum. Und by the way, es ist das Artwork vom Extreme Bipan of Legends. Aber es sieht trotzdem gut aus. Das ist quasi dann ihr LR Artwork. Was sie drauf hat, wissen wir auch nicht. Wir wissen nur, sie wird ein Awakening bekommen zu ihrer LR-Version. Da wird wahrscheinlich eine neue Stage zu einem Bipan-Event hinzugefügt. Oder wir bekommen die mir dann über ein anderes Event. Jedenfalls kommt ein neues Event und dort werden wir sie awaken können zu ihrem LR Awakening. Ist ein Free-to-Play-LR, nehme ich auf jeden Fall an. Vor allem, weil es Bipan ist. Bipan sollte man nicht unterschätzen. Sie hat einen Heal, sie hat einen Stun, sie hat eine Damage Reduction. Deswegen bin ich drauf gespannt, was ihre LR-Version drauf haben wird. Wenn sie eine High Chance zusammenbekommt, ist halt GG. Das 50-50 ist auf jeden Fall gut und sie wird auf jeden Fall guten Nutzen haben, sage ich mal. Dann bekommen wir aber noch, beziehungsweise Goku Jr. Free-to-Play Goku Jr. bekommt sein Extreme Z Awaken. Darauf bin ich auch sehr drauf gespannt. Wir wissen nur, dass er ein Extreme Z Awaken bekommen wird bei im 4-jährigen Jubiläum. Wir wissen nicht, was er drauf hat. Darauf bin ich aber auf jeden Fall auch sehr gespannt. Was dann hier noch steht bei der Zahl 4 ist folgendes. Giru, Roboter von Pan, der bekommt dann quasi auch ein spezielles Event. Und dort werden wir in der Lage sein, Free-to-Play-Orbs zu sammeln für einen Charakter, den wir auf 100% bringen können. Und es sollte Giru sein. Ich meine, wenn es Girus Event ist, dann sollte es Giru sein. Heißt, wir werden wahrscheinlich einen Free-to-Play-Giru bekommen und den können wir dann Free-to-Play auf 100% bringen. So viel eigentlich auch zu den 4-Jump-Scans, um ehrlich zu sein, Freunde. Ich habe aber noch eine Sache, das ist wie gesagt zu den 4-Jump-Scans, wie letztes Jahr auch. Da wurde vorgestellt, was kommt, aber da wurden noch nicht die neuen Charaktere vorgestellt. Also welche LR kommt im Endeffekt. Letztes Jahr kamen LR Goito und LR Vegito. Diese wurden aber auch nicht in den 4-Jumps vorgestellt, sondern der Ablauf, was sie vorgestellt haben, war wirklich ähnlich. Kid Gohan, Free-to-Play Kid Gohan kam mit seinem Izei, das wurde vorgestellt. 3-4 Goku war dabei als Login-Boni im letzten Jahr. Sorry, und so weiter und so fort. Also sehr ähnlich der Ablauf, aber... Ja, jetzt, welche LR könnten denn kommen? Also das ist jetzt immer noch eine reine Spekulation. Ich hoffe natürlich immer noch, wie gesagt, auf einen vierfachen Vegeta Goku, der sich zu vierfachen Gogeta transformiert und einen Gegenspieler, zum Beispiel Sinnstellung, der sich zu Omega-Stellung transformiert, indem er die Dragon Balls einsammelt. Natürlich dann Dokkan exklusive LR wie Vegeta und Gogeta, hoffe ich, wissen wir nicht, aber ich hoffe es. Aber viele haben auch andere Spekulationen oder was sie sich wünschen, da haben wir in letzter Zeit im letzten Video drüber gesprochen. Aber... Also warum ich die ganze Zeit dieses Aber sage, ist folgendes. Heute wurde folgendes vorgestellt, dass Figuren kommen werden in Kooperation mit Dokkan Battle zum 4-Jährigen. Und was sind das für Figuren? Ich weiß nicht. Wie gesagt, Freunde, ich will jetzt nicht allzu sehr spekulieren oder teasern oder irgendwas, aber das könnte vielleicht ein Sneak-Teaser sein. Warum? Also natürlich, FIFA Goethe ist logisch, dass er kommt, ist das 4-Jährige Jubiläum, heißt, sie bringen von... einen vierfachen Gogeta-Figur raus, aber die Sache ist halt, das ist in Collaboration mit Dokkan Battle. Heißt, Dokkan Battle sollte so ein vier... Also, es gibt einen vierfachen Gogeta, ich weiß. Aber ich weiß, glaube ich, worauf ich hinaus will. Was ist, wenn es einen LR vierfachen Gogeta geben wird und der andere LR wird dann sein, ein LR Goku Blue und ein LR Vegeta? Das ist halt ein fetter... Das ist eine fette Spekulation oder ein fetter Teaser, Freunde, ich weiß nicht. Aber das bitte nicht allzu ernst nehmen. Also nicht, dass dann jemand sagt, ey, der Rosaro hat gesagt, die kommen. Ist so eine Annahme, Freunde. Aber ihr wisst doch auf jeden Fall, was ich gemeint habe. Jedenfalls so viel zu den ganzen Informationen und Details zu den 4-Jump-Scans, Freunde. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.